Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Top 10 Video. Es geht heute um die Butterfly Knives und wir legen direkt los mit Platz 10. Das Butterfly Knife Stained liegt auf meinem besagten 10. Platz. Diese gesamte Stained-Reihe habe ich ja erst über die Top 10 Videos kennengelernt, also Stained Skins, und sie gefallen mir sehr gut. Dennoch hat es den Skin nur auf den 10. Platz verschlagen. Er kostet übrigens 154 € und sieht ganz gut aus, ja. Auf dem 9. Platz liegt bei mir das Rust Coat Butterfly. Es kostet 121 € und sieht gerade hier in Battle Gear ziemlich schick aus. Also ich will ja, dass es richtig rusty aussieht, wirklich fast schon zerstört rustig. Und genau so sieht es ja aus. Das Butterfly Knife Knight liegt auf einem 8. Platz. Aufgrund seiner im gesamten recht dunklen Färbung gefällt es mir sehr gut und deswegen ist es auch auf dem 8. Platz. Es gibt ja noch dieses andere, dieses Blue Steel, glaube ich, was ich mit dem ähnlich oder gleich, nicht gleich setze, aber es ist zumindest ähnlich, finde ich. Aber auf dieses Knife passt auf jeden Fall der dunklere Skin und das Knight passt halt einfach optimal da drauf. Es kostet 170 € und die Preise sind wie immer von CSGO Stash. Also falls es da irgendwas gibt, was euch nicht so passt, müsst ihr euch an CSGO Stash wenden. Platz Nummer 7, das Butterfly Fate Knife. Es ist ziemlich hell und wirkt auch irgendwie sehr freundlich aufgrund dieser femininen Farbe. Aber es muss ja nichts Negatives sein, nicht wahr? Es kostet 364 € und ist von den Preisen her so im Mittelfeld von den gesamten Butterfly Knives, die ich hier habe, die Top 10. Ja. Platz 7. Auf meinem 6. Platz liegt das Crimson Web. Beachtet jetzt einfach mal kurz nicht die Stat-Track-Haftigkeit. Auf dem Knife gefällt mir das Crimson Web wirklich sehr gut. Das kostet 281 € und gerade der Kontrast von eben roter oder dunkelroter Klinge zu schwarzem Griff kommt natürlich super zur Geltung, ne? Super. Auf dem Platz Nummer 5 befindet sich bei mir das Case Hardened. Das ist ja auch gerade ein schönes Pattern, wie ich finde. Diese ölfleckhaftige Sache finde ich einfach toll. Gefällt mir sehr gut. Auch auf dem Knife, auch wenn es von weiter weg vielleicht erstmal einfach oder langweilig aussieht. Auch von der Seite nicht. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Sonne drauf scheint, wie es spiegelt, wie die Shader eingestellt sind und so weiter und so fort. Aber das finde ich doch schon ziemlich sick. Für 289 € kann man sich das Teil einverleiben. Das ist schon ein Preischen, oder? Das ist schon ein Preis. Alle Tiger Tooth-Freunde, aufgepasst. Endlich ist dein Tiger Tooth in meiner Top 5. Ich glaube, bei dem letzten oder vorletzten Knife war es gar nicht mit drin. Und ihr habt alle schon so gefragt, wo ist das? Ich bin nicht so der Gelb-Fan, aber gerade auf diesem Messer kommt es extrem gut zur Geltung. Dadurch, dass es hier auch schön übernommen wurde auf dem Griff und hier die paar Stückchen, ist es wirklich sehr schön. Der Preis liegt hier jetzt bei 500 €, das ist schon wirklich, das ist schon Brocken. Wenn man sich überlegt, was man sich so alles für 500 € kaufen kann, ist es schon wirklich ein starkes Stück. Nun ja, Platz 4 war das, genau. Und jetzt kommen wieder die ersten drei Plätze. Ihr könnt also jetzt raten, was wohl auf einem dritten, zweiten und oder ersten Platz liegt. Ihr habt dafür kurz Zeit und die Zeit ist um. Das Damascus Steel liegt auf dem 3. Platz. Wow, wirklich wow. Bis auf das hier, was eher wie ein kaputter Barcode aussieht, kommt es extrem gut zur Geltung auf dem Butterfly Knife. Gefällt mir sehr gut und es kostet 323 €. Also für eine Top-3-Platzierung auf einem Knife Top-10-Dingens ist der Preis gar nichts. Also ich meine, der Preis ist, wenn man mit allem anderen aus dem echten Leben vergleicht, schweineteuer. Aber sonst geht's. Platz Nummer 2, das Marble Fade. Ultra bunt. Es wäre ja fast auf dem 1. Platz, aber das gefällt mir gar nicht hier, dieses Rote. Da hätte man den Skin dann entweder durchziehen müssen oder das komplett so lassen, den Griff. Aber ich finde, das sieht kacke aus. Hier vorne die Klinge sehr schön und dann der Griff mit diesen komplett roten Dingern. Das, nee. Nee. Bah. Für 589 € kann man sich das Teil kaufen. Und das ist der teuerste Skin hier auf der Liste. Ja, krass. Kommen wir nun zum 1. Platz. Seid ihr bereit? Was ist da wohl? Was bleibt noch übrig? Überlegt nochmal kurz. 1. Platz. Ganz klar das Doppler, wobei es hier drauf ankommt, wie es so aussieht. Und das sieht scheiße aus. Das ist schon so ein bisschen besser. Wenn es so in die Richtung Gamma, Gamma ist das Grüne, ne? Wenn es schon so in die Richtung Gamma Doppler, das ist natürlich sehr, sehr geil. Also das Pattern ist jetzt nicht edel, aber das ist mein Platz Nummer 1. Es kostet 496 € und das ist wirklich ein schickes Teil. Also hier passen eben auch Griff und Klinge ganz gut. Und nicht so wie bei dem anderen, wo es dann total rot oder was ist. Pappalapapp. Habt ihr schon die anderen Top 10 Videos gesehen? Ich habe zu allen Waffen ein Top 10 Video gemacht. Zu allen, die es gibt. Schaut einfach mal rein, ist am Schluss verlinkt. Wahrscheinlich jetzt auch oben auf dem i, halt. Da oben in der anderen Ecke, das i. Da kann man draufdrücken. Da ist auch immer eine Umfrage da oben. Naja, jedes Video hat eine Umfrage für euch. Nun ja. Daumen nach oben geben, ihr wisst Bescheid. Hallo, willkommen, ihr neuen Abonnenten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.